Im Herzen der Schweiz entspringt der Rhein jahrhundertealte Verkehrsstraße. Seit Menschengedenken wird dieser Strom von Schiffen befahren, die beladen sind mit Gütern und Reisenden aus allen Richtungen der Windrose. Sagenumwobene Rheinlandschaft. Welch zauberhafter Hauch liegt über dem grünen Strom, der deine Ufer bespült. Wie stolz grüßen die Burgen und Schlösser von deinen sonnigen Hängen, wo die Weinrebe rankt. Und wer wüsste nicht um die alten Erzählungen und Lieder, die um die Felsen deines Gebirges gesponnen sind? Romantik einer vergangenen Zeit. Kennt der Rhein vor allem das Lied der Schiffsmotoren. Die Schifffahrt belebt den Strom. Sie beherrscht das Denken und Handeln der Menschen, die an seinem Ufer leben. Rasche Motorschiffe pflügen die Wellen. Kräftige Schlepper ziehen beladene Kähne berg- und talwärts. Güter wandern stromauf, stromab. Wie wollte man die im Ruhrgebiet geförderten gewaltigen Kohlenmengen abtransportieren, wenn nicht die leistungsfähige Wasserstraße des Rheines zur Verfügung stände? In den Häfen der Kohlengebiete wird Schiff um Schiff beladen. In Ruhrort schütten Förderbänder die Kohle in die Rheinschiffe. Eine Kippanlage entleert ganze Bahnwagen. Hier in Wesserling bei Köln rollen ganze Eisenbahnzüge, beladen mit Union-Briketts, zur Verladestelle am Rhein. Hunderte von Kilometern trennen uns hier von zu Hause. Doch überall auf dem ganzen Rhein begegnen uns Schweizer Namen, Schweizer Schiffe. Schon zu Beginn unseres Jahrhunderts erkannten weitblickende Männer die überragende Bedeutung des Rheines als Zufuhrweg zu unserem Lande und gründeten im Jahre 1919 die Schweizer Schleppschifffahrtsgenossenschaft, die heutige Schweizerische Reederei. Damit begann die neuzeitliche schweizerische Schifffahrt auf dem Rhein. Tagwache auf dem Schulschiff. 1939 eröffnete die schweizerische Reederei die Schifferschule Leventina. Denn schweizerische Rheinschiffe sollen von einheimischen Schiffern und Matrosen geführt werden. Buben, Wehrschafter, Schweizer Familien aus allen Kantonen werden hier auf den für unser Land neuen Beruf des Rheinschiffers gründlich vorbereitet. Die wohlüberlegte körperliche Ausbildung fördert Kraft und Gewandtheit. Das Turnen am Mast verhilft zu Mut und Selbstvertrauen. Der Boxsport entwickelt rasche Entschlussfähigkeit. Bei fröhlichem Spiel wird das Wasser zum vertrauten Element. Thank you.
wird der Sinn für absolut genaues Zusammenspiel aller Kräfte gefördert. Vom raschen, entschlossenen Zusammenwirken einer Schiffsmannschaft hängt in schwierigen Augenblicken das Schicksal von Schiff und Ladung ab. Mit einfachen Verrichtungen auf dem Schulschiff beginnt das Erlernen des Schifferhandwerkes. Unter sachkundiger Leitung lernt der Schiffsjunge kochen. Auf dem Rhein hat der Schiffsjunge für sich und die Matrosen die Küche zu führen. Nicht nur körperlich werden die Schiffsjungen ausgebildet. In Theoriestunden erhalten sie auch Einblick in die Grundprobleme der Rheinschifffahrt. Die gleiche Kraft, die in einem Wagen das Gewicht von einer Tonne zieht, kann ein Schiff mit 130 Tonnen Ladung fortbewegen. Darum ist die Wasserstraße der billigste Transportweg. Ein mittelgroßer Seedampfer fasst etwa 10.000 Tonnen Güter. Für die Übernahme dieser Gütermenge sind 8 Rheinschiffe nötig, mit je 1200 Tonnen Ladefähigkeit. Ein Rheinschiff mit nur 3 Mann Besatzung kann die gleiche Gütermenge fassen wie 80 Eisenbahnwagen zu je 15 Tonnen. Das Schiff ist also nicht nur das billigste, sondern auch das leistungsfähigste Transportmittel, besonders für die großen Gütermengen, die Rohstoffe. Die Schweiz besitzt fast keine eigenen Rohstoffquellen. Sie bezieht aus überseeischen Ländern Getreide, Kolonialwaren, Benzin, Metalle, Kohlen und viele andere Güter. Wenn die Schweiz mit ihren Exportgütern auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig bleiben will, muss sie deren Gestehungskosten niedrig halten und deshalb die Rohstoffe möglichst billig ins Land hereinbringen. Das billigste Transportmittel, das Seeschiff, kann aber unser Land nicht direkt erreichen. Die Weiterbeförderung der Güter von den Seehäfen bis zur Schweizer Grenze erfolgt durch ausländische Eisenbahnen zu Tarifen, auf welche die Schweiz keinen Einfluss hat. Über den Rhein jedoch kann die Schweiz mit eigenen Schiffen auf dem billigen Wasserwege vom Meere bis nach Basel fahren. Die Rheinschifffahrt steht im Wettbewerb mit den ausländischen Eisenbahnen und zwingt diese, ihre Tarife den niedrigen Rheinfrachten anzupassen. Auch auf die Eisenbahntransporte aus den Mittelmeerhäfen wirkt sich die Konkurrenz des Rheines verbilligend aus. Der freie Rhein ist also unser Weg zum Meer, der Weg der niedrigen Frachten. Rund ein Drittel unserer Einfuhren kommt auf diesem Wege in unser Land. Sehen wir uns nun die Schiffstypen an, die den Rhein befahren. Der Schleppkahn ist ein großer, aus Eisen gebauter Schiffskörper, der bis zu 2000 Tonnen Güter zu fassen vermag. Am Bug des Schiffes liegt die Matrosenwohnung, am Heck die Wohnung des Schiffsführers und das Steuerhaus. Dazwischen befinden sich die Laderäume. Die Schleppkähne besitzen keine eigene Antriebskraft. Sie werden durch Schlepper gezogen. Die Schlepper sind Zugmaschinen. Sie laden selber keine Güter. Die breiten, mit Dampfkraft fahrenden Radschlepper sind leicht zu erkennen an den hohen Kaminen und den Radkasten, in denen sich die mächtigen Schaufelräder drehen. Die Raddampfer werden mehr und mehr verdrängt durch die Dieselschlepper mit Schraubenantrieb. Die Dieselschlepper sehen nicht so imposant aus wie die Radschlepper. Ihre Form ist moderner und die Dieselmotoren leisten, verglichen mit den Dampfmaschinen der Radschlepper, das Drei- und Vierfache. Im Schleppzug, der oft über einen Kilometer lang ist, hängt jeder Schleppkahn an einem besonderen Strang.
Als Kombination zwischen Schlepper und Kahn kann das Motorschiff gelten, das mit Gütern beladen wird und mit eigener Kraft fährt. Es sieht dem Schleppkahn sehr ähnlich, lässt sich aber bei näherem Zusehen leicht von ihm unterscheiden. Beim Schleppkahn befindet sich das Steuerhaus ganz am Heck des Schiffes. Beim Motorschiff dagegen liegt es vor der Wohnung des Kapitäns, direkt über dem Motorenraum. Ferner weisen die Motorschiffe ein niedriges Kamin auf, durch das die Verbrennungsgase des Dieselmotors entweichen. Als Spezialfahrzeuge sind die Tankschiffe zu nennen, die zum Transport von Benzin, Petroleum, Dieselöl, Heiz- und anderen Industrieölen dienen. Die Tankschiffe fallen auf durch das Röhrensystem auf Deck und den blauen, um das ganze Schiff gezogenen Farbstreifen, der schon von Weitem erkennen lässt, dass das Schiff feuergefährliche Ladung führt. Unter den Tankschiffen sowohl Schleppkähne als auch Motorschiffe. In den Basler Häfen fallen neben den 80 Meter langen Rheinschiffen auch die kleinen Kanalschiffe auf, die im Verkehr über das ausgebreitete französische Kanalnetz eingesetzt sind. Mit solchen Aufklärungen wird das Schulwissen der Schiffsjungen in den ersten Monaten ihrer Ausbildung ergänzt. Die Lehrzeit eines Matrosen dauert 3 Jahre. Nur die ersten 4 Monate verbringt der Schiffsjunge auf dem Schulschiff in Basel. Ungeduldig wartet er auf seine erste Fahrt. Immer wieder wird die gleiche Frage laut: Wie sieht wohl das Tagewerk eines Rheinschiffers aus? Mein Tagewerk? Ja, es beginnt sehr früh am Morgen. Beim ersten Sonnenstrahl machen wir unser Schiff klar zur Fahrt. Der Matrose geht ans Ankerspiel. Die Motoren springen an. Der Anker wird gelichtet. Wir fahren. Fein säuberlich werden dann vom Schiffsjungen die Drähte aufgeschossen, mit denen das Schiff über Nacht an Land festgemacht war. Dann zieht er am Heck die Schweizer Flagge auf. Und schließlich hisst er auf dem Vorderschiff die blau-weiße Flagge der schweizerischen Reederei. Bald machen wir gute Fahrt und Matrose und Schiffsjunge beginnen das Deck zu waschen. Ein blitzsauberes Schiff ist der Stolz eines jeden Rheinschiffers. Wasser ist hier im Überfluss vorhanden. So einfach es aussieht, es ist dennoch ein kleines Kunststück, während der Fahrt auf diese Weise im Strom Wasser zu schöpfen. Auch das will gelernt sein. Häufig kreuzen Freunde und Bekannte unseren Weg. Wie schön wäre zuweilen ein kleiner Schwatz. Aber die Schiffe fahren und es reicht gerade zu einem kurzen, frohen Winken. Immer wieder gibt es Rost abzuklopfen, alte Farbe abzustoßen und neue zu streichen. Wasser und Sonnenglut setzen dem Schiffsanstrich hart zu. Darum muss die Schiffsmannschaft ihr Fahrzeug unablässig und sorgfältig pflegen. Auf dem Rhein gilt die Regel des Rechtsausweichens. Ausnahmen von dieser Regel signalisieren sich die Schiffe mittels einer blauen Flagge. Vor einigen schwierigen Strecken ruft die weiße Flagge Lotsen herbei. So zum Beispiel bei der Einfahrt in die Gebirgsstrecke zwischen Bingen und Koblenz. Die Lotsen sind ortsansässige, streckenkundige Männer, die ihren Stromabschnitt mit den dauernden Veränderungen seines Fahrwassers seit Jahrzehnten genau kennen. Vielfach vererbt sich der Beruf des Lotsen vom Vater auf den Sohn. 3, 4 Generationen Lotsen in einer Familie sind hier keine Seltenheit. Am Schloss Ehrenfels vorbei führt der Lotse das Schiff zu Tal.
Die Pfalz von Kaub. Der Pegel von Kaub hat besondere Bedeutung. Der von ihm angezeigte Wasserstand ist maßgebend für den Tiefgang, bis zu welchem die Rheinschiffe beladen werden können. Meine Frau besorgt achtern in der Schifferwohnung ihren Haushalt, denn meine Familie wohnt ja rein, ja raus bei mir auf dem Schiff. Die Lebensmittel müssen viele Tage zum Voraus eingekauft werden. Nicht immer haben wir es so angenehm wie hier, wo der schwimmende Krämerladen sogar zu uns auf Seite kommt. Zum Essen braucht man uns nicht lange zu rufen. Die Rheinluft macht hungrig. Die Schuhe bleiben draußen. Das ist Schifferbrauch, denn so bleibt die Wohnung immer sauber. Viele Schiffswohnungen besitzen Badezimmer mit kaltem und warmem Wasser. Bei uns an Bord ist es ebenso behaglich wie in einer kleinen Stadtwohnung. Solange wir auf Fahrt sind, muss einer von uns stets am Steuerruder bleiben. Auch im Vorderschiff, in der Matrosenwohnung, ist es recht heimelig und man kann jederzeit nach seinen Lieben sehen. Denn besonderer Vorteil des Rheinschiffes, der Arbeitsplatz liegt ja so nahe bei der Wohnung. Stunde um Stunde geht die Fahrt. Von früh bis spät stehe ich am Steuerhaspel. Erst wenn die Abenddämmerung hereinbricht, suche ich einen günstigen Ankerplatz. Vorsichtig steuere ich das Schiff aus der Strömung. Ohne lautes Kommandieren vollzieht sich das Landemanöver. Jeder weiß genau, was er zu tun hat und achtet auf meine Zeichen. Das heißt, messet Wassertiefe. Antwort: 7 Fuß. Achtung, Anker fallen lassen. Sobald das Schiff still liegt, holt der Schiffsjunge die Flaggen ein. Das Positionslicht kennzeichnet das bald in der Dunkelheit liegende Schiff. Besuch bringt willkommene Abwechslung und verhilft zum fröhlichen Ausklang des Tages. Die ersten ausgebildeten jungen Schweizer fuhren bereits erfolgreich auf dem Rhein. Dann kam der Krieg. In unerschrockenem Einsatz brachten die Besatzungen der schweizerischen Rheinschiffe in den ersten Kriegsjahren die zur Aufrechterhaltung unseres Wirtschaftslebens unerlässlichen Kohlenmengen in unser Land. Doch der Krieg näherte sich immer mehr dem Rhein.
Die Luftangriffe auf die Verladeplätze, auf Schleppzüge und Motorschiffe forderten unter den Schiffsbesatzungen schmerzliche Verluste. Die Schifffahrt musste eingestellt werden. In den letzten Kriegsjahren lag die gesamte schweizerische Rheinflotte untätig im Basler Rheinhafen. Die vielen flinken Motorschiffe der schweizerischen Reederei, die sonst in 10 Tagen die Strecke zwischen Basel und dem Meere durchfuhren, waren beschäftigungslos. Für kurze Zeit konnte das Personal noch mit Überholungsarbeiten beschäftigt werden. Dann aber stellte sich die Frage, was nun?